Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Forscher und Lehrer in der vedischen Astrologie. Ja, in diesem circa 15-minütigen Video geht es nun um die Deutung des Monats Januar 2018 anhand der aktuellen Transitpositionen der Planeten. Ehe wir damit aber beginnen, ein paar wichtige Hinweise vorweg. Und zwar ist es wichtig, dass Sie verstehen, dass ich diese Deutung vornehme anhand Ihres Aszendenten. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie diesen gerne gratis bei mir erfragen. Und zwar ist da unterhalb des Videos ein vorbereiteter Link, mit dem können Sie mir Ihre kompletten Geburtsangaben schicken und dann teile ich Ihnen innerhalb eines Tages gratis mit, welcher Aszendent für Sie maßgeblich ist, damit Sie wissen, welches der 12 Videos Sie nun anschauen müssen. Denn die vedische Astrologie, sprich die Astrologie Indiens, für die ist es nicht das Sonnenzeichen das Wichtigste, sondern die Deutung basiert primär auf dem Aszendenten. Und so müssen Sie eben schauen, welcher Aszendent der Ihre ist, um dann zu wissen, okay, ich schaue mir jetzt das Januar-Video an, Aszendent Löwe oder Aszendent Widder oder Aszendent Steinbock, ja? Gut, das zum einen. Dann eine wichtige Information. Und zwar haben wir zwar jetzt nicht über Deutschland oder Europa sichtbar, aber wir werden eine Mondfinsternis haben am 31. Januar 2018. In der indischen Astrologie gilt eine Mondfinsternis als ein ungünstiges Ereignis und deswegen wird es empfohlen, an diesem Tag, aber auch 3 Tage davor und 3 Tage danach kein Projekt oder kein wichtiges Vorhaben zu starten. Sprich, es wäre nicht gut, ja, für das Gelingen Ihres Vorhabens, dass Sie in dieser Zeit starten, wenn Sie eine Firma gründen, ja, meinetwegen zum Notar gehen, wegen irgendeiner wichtigen notariellen Geschichte, sagen wir mal Immobilienkauf, oder eine neue Arbeit annehmen an einem dieser Tage. Also etwas, was wirklich große Wichtigkeit hat, innerhalb dieser Zeit beginnen, das wäre nicht anzuraten, denn die Erfolgsperspektiven durch die Wirkung der Finsternis sind deutlich gemindert. Dann, ja, Einladung. Möchten Sie mehr über Ihre Zukunft wissen? Ja, dann lade ich Sie herzlich ein, ja, dass Sie an dieser Zukunftsblick-Erforschungsreise teilnehmen. Mehr dazu ist vorbereitet unterhalb des Videos mit einem Link, wo Sie sich anmelden können. Und ich möchte auch schon gleich dazu sagen, dass es eine tägliche Preisverlosung gibt unter allen Teilnehmern mit Amazon-Gutscheinen im Wert von 4x10 € und sogar einmal 30 €. Dann können wir schon loslegen und zwar uns anzuschauen, wie schaut denn die planetare Großwetterlage aus im Januar 2018. Ja, dann wollen wir schauen, was die Sterne für Sie im Januar 2018 bereithalten. Dazu lassen wir nun den Chart einschweben. Und schauen uns gleich an, wo die Sonne steht, weil sie ist ja der wichtigste Planet im Horoskop. Sie zeigt Sie als Person an, wo Sie eben inspiriert sind, was wichtig ist für Sie, welches Lebensgebiet. Und Sie sehen, die Sonne ist in Haus 7 die meiste Zeit, in den ersten knapp 3 Januarwochen. Und das Haus 7 wird noch mehr betont, weil auch die Planeten Venus, ja, auch Merkur, aber vor allem auch Saturn, der dieses Zeichen ja nun 2,5 Jahre bearbeiten wird, ja. Dadurch wird das 7. Haus
der Fokus für Sie im Monat Januar 2018. Und es ist einfach so, dass Januar ja insofern sehr interessant wird, weil, schauen Sie, Saturn ist letzten Monat ja bereits in dieses siebte Haus gewandert in Ihrem Horoskop, ja. Und Saturn wird jetzt 2,5 Jahre lang im siebten Haus, das ist das Partnerschaftshaus, verweilen, weil er will diesen Lebensbereich auf einen höheren Level bringen, auf einen besseren Level bringen. Und jetzt sehen Sie, dass auch die schnell laufenden Planeten, ja, hier Merkur, Sonne, Venus, hier jetzt grob gesagt einen Monat oder weniger nur in einem Haus sind, ja, die sind jetzt auch zumindest für ein paar Wochen gemeinsam mit Saturn in Haus 7, ehe dann Merkur, Sonne und Venus wieder weiterziehen. Aber so ist es jetzt eine Art Auftakt, möchte ich mal sagen, zu dem Thema, was Saturn bearbeiten möchte. Und es hat mit Partnerschaft zu tun. Ja, das heißt also, das Thema Partnerschaft ist im Januar für Sie eine gute Gelegenheit, da mal näher hinzuschauen, ja? Und so stehen Ihnen jetzt auch gleich mal zum Auftakt Merkur mit Venus und Sonne auch noch zur Verfügung, hier mal tätig zu werden. Schauen Sie, Merkur ist der Planet, der möchte sich informieren, ja? Das heißt, Sie könnten sich jetzt erstmal sehr gut einen Überblick verschaffen, wo stehe ich im Leben bezogen auf das Thema Partnerschaft. Es setzt jetzt nicht voraus, dass Sie in einer Partnerschaft sein müssen, ja? Es ist egal, ob Sie jetzt Single sind oder ob Sie jetzt in einer Beziehung sind, ja? Merkur bietet Ihnen besonders nur die Energien, sich jetzt zum Auftakt des neuen saturnischen Lernthemas mal intensiver die Frage zu stellen, wo stehe ich im Leben bezogen auf das Thema Partnerschaft? Und Sie sehen ja auch, Venus ist auch viele Tage im Januar im Haus 7. Die Venus ist ja auch so ein Planet, die so ganzheitlich abwägen möchte, die Pro und Kontras, wo man steht in einer Sache. Und sie berührt ja auch bis zum, ich muss gerade nachschauen, bis zum 18. Januar ist ja die Venus auch im siebten Haus. Und so befinden sich letztlich ja dann auch noch mit der Sonne zusammen wichtigste Planeten im Beziehungshaus. Ja, Sie können sich also die Frage stellen, wo stehe ich? Und jetzt gibt es ja drei verschiedene Fallmöglichkeiten, ja. Die erste ist, Sie sind nicht in einer Beziehung und möglicherweise möchten aber in einer Beziehung sein, sind aber vielleicht schon jahrelang alleine, ja. Dann ist an der Stelle zu sagen, ja, dass es sicherlich Gründe hat, warum es so ist, wie es ist, ja. Und da ist nicht die Böse, wenn Sie dann drunter leiden, ja, dass Sie meinetwegen alleine sind, ja, dann können Sie da mal Ursachenforschung betreiben, warum das so ist, ja. Es hat Gründe. Und da ist dann eben nicht die böse Welt dran schuld oder dass der liebe Gott für Sie nicht einen passenden Partner gebacken hat, sondern es ist immer dieser hier nötig. Immer geht der Finger nach innen, das hat was mit uns zu tun. Ja, und das kann ein Impuls für Sie sein, mal zu überlegen, was Sie an Ihren eigenen Beziehungsvoraussetzungen verbessern müssten, damit Sie mehr die Art von Partnerinnen oder Partnern in Ihr Leben ziehen können, mit denen Sie eine erfüllte und produktive Partnerschaft haben können. Aber der Prozess beginnt mit der Bearbeitung der eigenen Beziehungsvoraussetzungen. Übrigens hilft dabei auch eine Analyse eines vedischen Geburtshoroskops, also sprich Irisenhoroskops, enorm, weil man da die ganzen Blockaden genau sieht, ja, wo es eben hapern könnte.
Denn das Außen ist immer nur ein Spiegel Ihres inneren Zustandes. Verändern Sie sich innen, verändern Sie Ihr Außen. Ja? Viele denken, ja, wenn ich einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Aber so ist es eben nicht. Sondern der Weg ist, wenn ich innen, je mehr ich erfüllt innen bin, umso mehr werde ich außen einen glücklichen Partner anziehen. Ja? Weil da gibt es ja auch ein Resonanzgesetz. Und mit dem 7. Haus wird jetzt das ganze Thema Beziehung ebenso wichtig. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Möglichkeit. Sie könnten aber sein, ich bin in einer Beziehung. Ja? Dann könnten Sie diese reflektieren, weil auch hier gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sind glücklich, voll erfüllt und alles läuft wunderbar. Ja, dann können Sie nur noch schauen, wie Sie die Beziehung verbessern. Ja? Weil alles kann immer auf einen noch höheren Level gebracht werden. Und der höchste Level einer Beziehung ist sicherlich der, wo beide Menschen an Bewusstseinsentwicklung arbeiten und zu bewussten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern des göttlichen Planes oder des Plans der Schöpfung werden, indem sie gemeinsam kreativ am gleichen Strang ziehen. Da kann man immer noch was tun. Aber die größere Wahrscheinlichkeit ist ja die, dass man ja noch große oder gewisse Herausforderungen zu bewältigen hat in der Beziehung, weil es eben so ist, gerade mit einem Lebenspartner oder Ehepartner gibt es eben Karma. Das muss noch zum Ausgleich gebracht werden, was eben gesät wurde aus vergangenen Inkarnationen, wo man meinetwegen bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die für den Partner schlecht sind. Und jetzt kriegt man das zurück oder umgekehrt, der Partner hat das Gleiche getan und Sie erfahren jetzt diese Dinge. Und so können Sie nun eben sich jetzt ein Bild verschaffen, okay, wo sind noch Bereiche in der Beziehung, die verbesserungswürdig sind, ja? Ich kann auch nur aus der Beratung sagen, ich nehme an, dass ja viele Frauen zuhören, viele Frauen bleiben allein wegen wirtschaftlichen Überlegungen in Beziehungen, die überhaupt keine Beziehung sind, weil sie Angst haben, sich allein um die materielle Existenz kümmern zu müssen. Das wäre natürlich eine Sache für Saturn, weil wenn Saturn da drin ist, es dann sagt, dann stellt er fest, diese Beziehung steht nicht auf einem stabilen Fundament. Das ist in Wahrheit keine Beziehung, das ist eine wirtschaftliche Kooperation. Und dann wird Saturn im Laufe seiner Herrschaft im 7. Haus oder seiner Präsenz im 7. Haus, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eine Beziehung zerbrechen kann. Denn eine Beziehung fußt, egal wie lang sie besteht, ja, ob 20 Jahre oder 5 Jahre oder ein halbes Jahr, auf den Pfeilern Liebe, Respekt und Vertrauen und nicht wirtschaftliche Abhängigkeit oder was mache ich denn, wenn ich allein bin oder ich bin jetzt schon so alt und dies und das und jenes. Das sind alles Ausreden. Eine Beziehung sollte beide erheben, dass sich jeder durch den anderen revitalisiert fühlt, dass der andere sozusagen, dass es dem dass man sich gegenseitig erhebt, damit es beiden immer besser geht, ja. Und es ist ja auch so, der Kampf des materiellen Lebens hat ja auch seine Herausforderungen und so hat uns der liebe Gott die Möglichkeit gegeben oder auch eben die hohe Wahrscheinlichkeit, einen Partner, einen passenden Partner auch zu haben im Leben, mit dem wir gemeinsam das Mühsal des materiellen Existenzkampfes etwas leichter managen können. Trotzdem kann es Themen geben, wo noch einige Dinge nicht rund laufen, ja, wo man sich anschreit, wo man streitet, wo man lügt, wo man betrügt, wo man mit dem Partner beieinander ist und die Blicke gehen was weiß ich wohin. Das geht ja alles nicht und es gilt es gesehen zu werden. Denn nochmals, Saturn in Haus 7 schaut sich alles an. Sie kommen dem eh nicht aus. Saturn wird alles genau sehen. Saturn ist aber ein trennender Planet und er trennt am liebsten Situationen, wo etwas nicht ehrlich ist, ja, wo etwas nicht wahrhaftig ist, wo etwas vorgespielt wird oder wo ein Fehler vorliegt. Dann zack, ist es eine Frage der Zeit,
bis in den 2,5 Jahren eine Beziehung auch auseinandergehen kann, weil das so kein langfristiges Fundament ist. Ja, Beziehung haben wir natürlich nicht gelernt von unseren Eltern. Im Gegenteil, die haben es oft auch selber gar nicht gut vorgelebt. Also selbst ist der Mann und selbst ist die Frau. Wir müssen uns selber informieren und lernen und daran arbeiten, ja, wie funktioniert denn überhaupt eine Partnerschaft? Und natürlich lernen wir durch die Partnerschaft selber auch, aber wir müssen uns ja nicht zwangsläufig alle blauen Flecken holen, um zu lernen. Wir können ja auch so klug sein und uns erstmal selber informieren durch Seminare, durch Bücher, durch Videos, ja. Wie funktioniert eine liebevolle Partnerschaft? Wie kommuniziert man in einer Partnerschaft? Wie kann man eine gute Aufgabenteilung machen? Wie geht man mit den gemeinsamen Finanzen um? Das sind ja so viele Fragen, deswegen auch für Ihre spirituelle, psychologische Entwicklung ist die Beziehung so wichtig. Nur nochmal, Sie sollten nicht darin leiden. Sie sollten Freude haben, Ihren Partner zu haben, der Ihnen jetzt an die Seite gestellt worden ist von Ihrem Schöpfer, und sich dann aber trotzdem darin weiterentwickeln. Wenn Sie darin leiden und dann aber aus Angst nichts verändern, ja, das wäre nicht vorgesehen, weil dann sind Sie ja unglücklich und hoffen drauf, ja, es wird schon irgendwann mal was Besseres kommen. Und wenn dann was Besseres kommt, dann gehe ich. Sie nehmen sich ja selber mit, und wenn Sie selber nicht die innere Arbeit tun, dann nehmen Sie das Problem mit in eine neue Beziehung und laufen Gefahr, dass Ihnen dann dort genau das Gleiche widerfährt, was Sie in der alten Beziehung hatten. Ja, ja. Mit der Sonne in Haus 7 ist es aber auch so, dass es jetzt zu einer neuen Partnerschaft kommen kann, falls Sie noch nicht in einer sind. Ja, die Chancen für Begegnungen sind jetzt höher. Aber wie gesagt, das Thema Beziehung und Partnerschaft möchte von Ihnen mehr gesehen werden im Monat Januar. Widmen Sie sich dem mal. Ja, man kann sich ja da wirklich selber auch einen Block nehmen, ne? Und sagen so, was ist denn eigentlich eine funktionierende Partnerschaft, ja? Oder haben Sie noch Geheimnisse vor dem anderen, ja? Verbergen Sie noch Dinge vor dem anderen, ja? Dann wissen Sie schon genau, hoppla, da ist ja irgendwas mit dem Vertrauen nicht in Ordnung, ja? Weil dem Partner, mit dem ich mein Leben teile, muss ich mich voll und ganz anvertrauen können, ja? Wenn ich das nicht kann, ist schon wieder ein Mangel in der Partnerschaft da, der gesehen werden möchte. So, ich hoffe, ich habe Ihnen schon mal ein bisschen so Anstöße gegeben. Es geht aber auch weiter. Sie haben nämlich Rahu weiterhin, nicht nur im Januar, im zweiten Haus. Und übrigens ist da ja am 31. Januar der Vollmond, ne, in Ihrem zweiten Haus. Normalerweise der Vollmond in Haus 2 wäre ein guter Transit. Nur Rahu, das ist ein Dämonenplanet, das ist ein Schattenplanet, hat die Kraft, das Licht des Mondes zu verschlingen. Da haben wir eine totale Mondfinsternis. Deswegen wird sich eher etwas Ungünstiges zutragen in dem Lebensbereich, der durch das zweite Haus beschrieben wird. Und das zweite Haus hat mit Geld zu tun, ja, viel mit Thema Geld zu tun oder Pflichten, um die Sie sich kümmern müssen. Das heißt, Ihnen kann gespiegelt werden, um die Zeit des 31. Januars, vielleicht auch ein bisschen davor oder ein bisschen danach, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, weil Sie irgendeine Pflicht vernachlässigt haben. Das werden Sie dadurch unglücklicherweise jetzt ungünstig gespiegelt bekommen, oder mit dem Thema Geld läuft etwas nicht so, wie es sein soll. Ja, und dann haben wir noch Mars und Jupiter. Die sind beide, Jupiter sowieso den ganzen Monat in Haus 5, Mars bis 26. Januar in Haus 5, dann geht er ja schon rüber ins 6. Haus. So ist die Frage, wie können Sie diese Energien gut nutzen? Nun, erstmal mit Mars im 5. Haus, das kann etwas Spannungen mit Kinderthemen bringen, mit Erziehungsfragen oder eben, ja, eine schwierigere Zeit für Kinder, die da sind.
Glücklicherweise haben Sie aber auch Jupiter darin, der stellt Ihnen immer das höhere Verständnis oder die Fähigkeit zur Vergebung und zur Verzeihung zur Verfügung, sodass das alles trotzdem gut abläuft. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass das fünfte Haus für spirituelle Praktiken steht. Und spirituelle Praktiken, ja, wenn Sie jetzt da Mars drin haben, das wäre eine Energie, wie Sie sie gut fokussiert einsetzen könnten, nämlich, dass Sie mal mehr Disziplin, ne, Mars, dafür lernen einzusetzen, um Ihre spirituelle Disziplin mehr zu entwickeln, ihre spirituellen Techniken, ja, je nachdem, was sie haben, ja, je nachdem, welchen spirituellen Pfad sie gehen, dass sie den mit mehr Disziplin betreiben. Die großen Yogimeister oder Heiligen, egal aus welcher Kultur sie kommen, ja, mir fällt jetzt gerade ein, der Paramahansa Yogananda aus Indien hat ja auch gesagt, dass Disziplin ein ganz wichtiger Faktor ist für die eigene spirituelle Entwicklung, ja. Und wenn Sie beispielsweise als spirituelle Entwicklung, als spirituellen Pfad Meditation gewählt haben, jetzt eine bestimmte Meditationsart, diese pro Tag einzusetzen und dafür früher aufstehen müssen, ja, dann können Sie mal schauen, eben wie es da mit der Disziplin ausschaut. Jetzt mit Mars in Haus 5, ja, käme hier Rückenwind, ja, dass Sie seine Energie produktiv dafür mehr einsetzen können. Mit Jupiter im fünften Haus ist es weiterhin so, der bleibt ja noch bis Oktober in dem Haus, dass Sie mehr Sinn und Freude darin finden, sich mit Ihren Talenten zu beschäftigen und auch mit dem, wozu sie inspiriert sind, was ihnen ihre Seele flüstern möchte, ja. Und insofern ein sehr guter Transit Jupiters in Haus 5, der ihnen weiterhin eine gute Zeit bescheren wird. Ja, das war's für Sie, Aszendent Krebs, Monat Januar 2018. Ja, hier zum Schluss nochmal die Erinnerung. Die Deutung erfolgte anhand Ihres Aszendenten, nicht anhand Ihres Sonnenzeichens. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie gerne mit dem Link, der unterhalb dieses Videos vorbereitet ist, bei mir gratis Ihren Aszendenten erhalten, indem Sie mir Ihre Geburtsangaben schicken. Dann zusätzlich ist es so, wichtige Information, dass wir am 31. Januar 2018 eine Mondfinsternis haben, zwar nicht sichtbar überhalb Europa, aber es ist nicht anzuraten, in der Zeit 3 Tage vor der Finsternis, also 28., 29., 30., aber auch bis zu 3 Tage nach der Finsternis, 1., 2., 3. und am Tag der Finsternis sowieso nicht, ein wichtiges Projekt zu beginnen, also eine neue Arbeit zu starten, einen Notartermin wahrzunehmen, eine Firma zu gründen, ja, alles, meinetwegen, ein Heiratsdatum zu legen. Das sind keine guten Zeiträume für das Gelingen und Gedeihen dieser Vorhaben. Dann, ja, möchten Sie mehr über Ihre Zukunft wissen? Dann lade ich Sie ein zu einer weiteren Zukunftsblick-Erforschungsreise, ja, die in Bälde stattfinden wird. Es werden dazu auch regelmäßig bei Teilnahme Amazon-Gutscheine verlost im Wert von 4 mal 10 € und einmal 30 €. Mehr Informationen darüber finden Sie auch unterhalb dieses Videos für Sie mit einem Link, der Sie dann erstmal zu mehr Informationen bringt, wie Sie an dieser Gratis-Erforschungsreise, um mehr über Ihre Zukunft erfahren zu können, teilnehmen können. Ja, ich hoffe ansonsten, dass das wieder interessant für Sie war, die Deutung Ihrer planetaren Konstellationen für diesen Monat, und darf Ihnen nochmals für das Jahr 2018 einen guten Start wünschen und freue mich dann schon wieder Ende des Monats, wenn es wieder darum geht, die
planetaren Positionen zu deuten anhand der Transite für Februar 2018. Ihnen alles Gute!